Willkommen zur sechsten Saison der YTC F1-Liga. Ich bin sehr gespannt, wie es heute aussehen wird. Neue Teams, neue Teamverteilungen vor allem. So wie es aussieht, regelt das fürs erste Qualifying der Saison. Leon hat jetzt hier durch die gefährliche Kurve 16, weil in der so viele Leute abgeflogen sind. Kriegt sie gut hin. Was macht Nils da vorne? Nils fährt komplett in die Wand. Ich schau gleich mal. Leunertz mit einer 1,28,2, 26,2 von Holzhauer. Starke Runde. Und eine 26,4 von Usaru. Charlie hat sich auf 3 gesetzt. Starke Zeit. Williams. Wir fahren ja auf realistischer Bolidenleistung, also muss man das immer ein bisschen differenzieren, die Leistung. Und Jan setzt die neue schnellste Rundenzeit, Provisional Pole, 1,26,0. Zeiten werden immer schneller, dadurch, dass jetzt auch die Autos über die Ideallinie fegen. Rosi mit einer 1,26,04, damit neuer Schnellster, minimal vor Jan. Oh, Fincrew dreht sich in die Boxeneinfahrt rein. Oh, Holzhauer mit einer neuen Bestzeit, 25,7. Holzhauer mit einer neuen Bestzeit, 25,6. Ich glaube, der nächste ist Rosi. Wieder gelbe Flagge, Sektor 2. Musi kommt über die Linie. Was wird's für eine Zeit? Neue Bestzeit, 25,5. Schauen wir, wer als nächstes kommt. Als nächstes kommt Jan. Jan kann sich nicht weiter verbessern. Holzhauer auch nicht. Usaru war, soweit ich weiß, gerade ein bisschen außerhalb. Ich weiß nicht, ob die Runde noch gültig ist. Er gibt Vollgas, wahrscheinlich schon. Ja, er kann sich noch verbessern. Bis auf 9.000stel hinter Musi. Triad Beast. Oh, zu viel Gas gegeben. Fährt auch ohne Traktionskontrolle. Da ist der Dreher. Oh, Leo wird hier behindert. Ich weiß nicht, ob er auf der schnellen Runde war, aber so wie es aussieht. Nach rechts steht Mirko. So wie es aussieht, keiner mehr schnell. Somit haben wir die Ergebnisse der ersten Qualifying-Session der neuen Saison. Husi holt sich McLaren die Pole. Vor Usaru, der vor Holzhauer, Heinz auf 4. Charlie Crew auf 5, Williams 6, ist der Toro Rosso von Tryhard Beast, 7 Avice Conti, 8 Orange Light, auf 9 steht Nils, auf der 10 steht Manu Red Bull, auf der 11 steht Pim Jim, 12 Finn Crew, auf der 13 Kev, auf der 14 Lollards und von ganz hinten startet Shotgun. Von der Strategie her, es wird wahrscheinlich, also das Rennen startet ja im Trockenen und deswegen haben alle freie Reifenwahl. Bin ich mal gespannt.